kennen Sie Antonio Badinga? Er muss Ihr Küster sein. Ich muss ihn unbedingt finden. Ja klar, der ist Küster, zuständig für die Gemeindekirche. Sie kennen Antonio? Natürlich, unsere Gemeinde ist klein. Ja bitte, wie kann ich ihn finden? Es geht um Leben und Tod. Noch heute muss ich ihn finden und ihm was Wertvolles übergeben. Sonst muss er sterben. Weiß nicht, wo er ist. Wo werden Sie sein, sollte ich ihn finden? Sie werden mich in der Kirche finden. Ich werde dort auf ihn warten. Antonio, was hast du getan? Ich war das nicht. Ich habe nur die Tür aufgemacht. Dieser Fremde hat dich gesucht. Da war bestimmt etwas Wertvolles drin. Sieht für mich wie ein Raubmord aus, oder? Er sagte, er müsse dir etwas Wertvolles geben. Ein Mord war gar nicht nötig, mein Lieber. Ich rufe jetzt erst einmal die Polizei an. Herr Pfarrer, passen Sie auf, dass Antonio nicht wegrennt. Ich traue den Ausländern einfach nicht. Antonio Badinga? Bald, in wenigen Stunden, ist es soweit. Der Fluch gegen meine Familie wird sich erfüllen. Lieber Freund, du wolltest mir einen wertvollen Diamanten bringen, um mein Leben zu retten, und hast dafür deins geben müssen. Zu retten und den Fluch zu brechen, den der Missionar in Afrika sprach. Kurz darauf starb auch mein Vater und mit ihm verschwand der wertvolle Diamant aus unserem Dorf. Hallo, ich bin von der Polizei. Sind Sie schon lange hier? Ja, ich spiele schon ein paar Stunden Orgel. Ist Ihnen in der Zeit irgendwas Ungewöhnliches aufgefallen? Nein, nicht wirklich. Oder ja, ich weiß es nicht, aber zwei Typen sind irgendwann die Wendeltreppe hochgerannt. Aber interessiert hat es mich nicht. Sind Sie der Pfarrer? Müller, Kriminalpolizei. Wissen Sie etwas über einen Missionar und einen Diamanten? Ja, der
Vater des Pfarrers war Missionar in Afrika und da war auch etwas mit einem Diamanten, aber genau das weiß ich nicht mehr. Mhm. Was ist denn mit euch los? Wir wissen nichts, wir sagen nichts, ganz bestimmt nicht. Na, das werden wir ja sehen. Mutter, ich danke dir. Ich muss Ihnen hoffentlich keine Handschellen anlegen, oder? Die Mädchen haben sie beobachtet, wie sie den Toten angegriffen haben und in die Kirche zogen. Danach war er tot. Das sieht richtig schlecht aus für Sie, Herr Pfarrer. Mit dem Fluch des Missionars kann ich leider gar nichts anfangen.